Hi zusammen! Erinnert ihr euch noch an die 20-Euro-Make-up-Challenge? Das ist ein Tag, der letztes Jahr sehr in war und alle Beauty-Gurus haben den gemacht. Und ich habe den auch irgendwann mal mitgemacht, das Video gibt's nicht mehr, aber ich dachte mir, da das wirklich mein allerliebster Tag aller Zeiten war, drehe ich eine neue Version davon und alles, was ihr hier sehen könnt in meinem Gesicht, habe ich für unter 20 Euro geschminkt. Könnt ihr super leicht nachschminken, eignet sich sehr gut für die Schule, weil es ein sehr natürlicher Look ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes ein Blick auf mein ungeschminktes Gesicht. Und dann fange ich mit einem Make-up an, und zwar mit dem Alberde Mineral Make-up. Das habe ich schon häufig erwähnt, weil das echt eines meiner allerliebsten Make-ups aus der Drogerie ist. Es ist sehr schön günstig und hat ein sehr schönes Finish. Das Finish ist so halb matt und das ist gerade heute deshalb so gut, weil ich kein Puder benutzen werde. Und dadurch, dass die Foundation so ein bisschen mattiert, habe ich das Gefühl, dass ich auch nicht unbedingt einen Puder brauche. Sie lässt noch so ein bisschen Glanz auf der Haut und sieht deshalb relativ natürlich aus. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr wollt, dass Foundation länger hält, ich versuche immer die Foundation wirklich gut in die Haut zu pressen. Also das mache ich heute mit den Fingern und dann hält die Foundation auch ganz gut. Dann benutze ich einen Lidschatten von Rival de Loup Young. Das ist der Lovely Eyes Eyeshadow in der Farbe 03 Soft Brown. Eine meiner allerliebsten Lidschattenfarben überhaupt. Ich finde die Farbe irgendwie so besonders. Sie lässt sich super leicht mit den Fingern auftragen, weil sie noch relativ hell ist und sie lässt sich schön verblenden. Schöne pudrige Konsistenz. Und ein sehr natürliches Ergebnis. Dann benutze ich einen schwarzen Kajal von Essence und ich benutze ihn als Eyeliner-Ersatz. Ich trage ihn zwar nicht auf dem gesamten oberen Lid auf, aber so bis zur Mitte hin. Das werdet ihr gleich in der nächsten Aufnahme sehen. Genau hier. Also ich gehe wirklich nur so weit mit dem Kajalstift, bis ich so ungefähr an der Pupille ankomme. Und dann seht ihr hier den Unterschied. Rechts von mir aus gesehen ist das Auge geschminkt, links nicht. Also es ist kein Riesenunterschied, aber ich finde trotzdem, das rechte Auge wirkt etwas wacher. Dann benutze ich als Mascara die I Love Extreme Crazy Volume Mascara von Essence. Mittlerweile komme ich ein bisschen besser damit zurecht. Ich habe einen kleinen Tipp für euch, und zwar, wenn die Mascara bei euch verklumpt, nehmt ein Taschentuch und versucht so die überschüssige Tusche ein bisschen darin abzustreifen. Danach verklumpt die Mascara gar nicht mehr bei mir. Ich meine, das ist Verschwendung und so sollte Mascara eigentlich nicht sein, aber ich versuche sie gerade aufzubrauchen und ich finde, für den Preis ist es immer noch ein gutes Produkt, weil ich meine 2,75, was erwartet man schon? Sie verlängert wirklich ganz gut, aber es ist halt nicht meine Lieblingsmascara, aber für heute geht es. Rechts von mir aus gesehen habe ich Mascara aufgetragen, links nicht, so als kleiner Vorher-Nachher-Effekt. Und hier seht ihr, dass beide Augen schon gleich geschminkt sind. Danach benutze ich das Manhattan Powder Rouge Tender Touch in der Farbe 53 N Fresh Peach. Das ist eine sehr schöne, helle, leicht glänzende Pfirsichfarbe und ich liebe dieses Rouge. Praktischerweise kommt es außerdem mit einem Pinsel, deswegen habe ich es für heute auch ausgewählt. Die Farbe ist nicht ganz so dunkel, deswegen lässt sie sich auch ganz gut mit diesem Pinsel auftragen, ohne später fleckig auszusehen. Und ich trage das Rouge nicht nur auf den Apfelbäckchen, sondern auch so ein bisschen auf den Wangenknochen auf. Und das mache ich in so kreisenden Bewegungen. Und ich meine, dieses Pinselchen ist jetzt nicht so super, aber es klappt. Danach benutze ich einen Augenbrauenstift von P2. Das ist der Eyebrow Express in der hellen Farbe. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber es ist auf jeden Fall diese ganz helle Farbe. Und ich habe zwar keine blonden Haare, aber ich benutze sehr viel lieber helle Augenbrauenstifte als diese dunklen, weil ich mich mit dunklen immer vermale und es am Ende immer blöd aussieht. Also diese Bürstchenseite benutze ich ganz am Ende, das seht ihr jetzt. Und verwische damit das, was ich mit dem Stift gemalt habe. Dann sieht es so ein bisschen natürlicher aus und ich kann einfach nicht ohne Augenbrauenstifte. Als letztes benutze ich noch einen Lippenstift von Catrice. Das ist der Lipglow von Catrice und ich mag den super gerne. Man kann den prima ohne Spiegel auftragen, weil der so schön natürlich ist. Ich meine, es sieht bei jedem anders aus, aber bei mir wirkt es noch ganz natürlich. Und das war's. Am Ende tagge ich jeden von euch, der gerne bei dieser Challenge mitmachen möchte. Ich finde nämlich, dass dieser Tag wirklich sinnvoll ist, im Gegensatz zu vielen anderen Tags, die ich eigentlich nicht ganz so super gerne mache. Aber ich finde, dass dieser Tag wirklich beweist, dass man mit wenig Geld und wenig Aufwand ein schönes, komplettes Make-up schminken kann. Und ich hoffe, ihr gebt mir da recht und euch gefällt das, was ich daraus gemacht habe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Bis dahin, ciao!